Hallihallo, hier bin ich mal wieder, euer Corazo, und zurück ins Stardew Valley Skelette jagen. Ich glaube, bei 75 waren wir Finn, ne? Was heißt Finn? In der letzten Folge. Für mich ist es Finn. Ich nehme mal wieder zwei Folgen am Stück auf. Ich bin so. Nee, bei Stardew Valley mache ich es eigentlich relativ oft, meist so 3, 4 Folgen. Was hauptsächlich eigentlich daran liegt, dass ich ja nur speichern kann. Klar, ich hätte mir die Mod holen können. Nur speichern kann, wenn ich ja schlafe. Und letzte Folge habe ich ja nicht mit Schlafen beendet. Heißt, ich habe ja da keinen klaren Speicherpunkt. Wo ist jetzt schon die Leiter, Leute? Da ist sie. Sehr schön. Um Eisenerz gerafft. Hallo Skelett. Ich muss dich töten. Ich meine Mission. So, da oben war schon die Leiter. Ich guck mal, ob wir aber nicht hier noch irgendwas uns abgreifen können. Oder vielleicht noch ein Skelett haben. Genau, da war ein Skelett. Hallo. Tschüss. Scheiße, Skelette nichts fallen lassen, so. Weiß ich nicht. Knochen oder so. Womit man dann keine Ahnung was machen kann. Knochenmehl und damit keine Ahnung. Liebe Entwickler, falls Sie das sehen, überlegen Sie doch mal, was man alles aus Knochenmehl machen könnte. Weil es gibt Skelette. Vielleicht kann man das sogar machen. Ich weiß es jetzt wieder nicht. Und das ist jetzt einfach mal der Dümmste, was ich gerade wieder reiße hier, aber. Ah ja, 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 ja. Ah ja, ne? Das ist dann halt so. Ich hab noch eine Fledermaus, glaube ich, gehört, oder? Halt mir die. Komm nicht so ums Ex-Lame, das mag ich gar nicht. Aber da war noch eine Fledermaus. Ich höre. Oh nein. Wobei, oh ja, weil, ich soll ja ganz viele Fledermäuse noch töten. Aber irgendwie, oh nein, weil ich hasse das. Ich bin nicht in Ruhe eben. Ich krieg die noch relativ schnell weg, wollte ich sagen. Und da kommt. Alter, wie viele sind denn das? Nur übertreibt man nicht. Nur übertreibt man nicht. Rare Disc. Ich glaube, die hat die schon mal bekommen, ne? Ich glaube, das ist nichts Neues. De facto. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Wie dem auch sei. Hier sind immer noch jede Menge Fledermäuse unterwegs. Ich höre sie doch. Komm her. Lol. Das war jetzt. Da kommt eine. Oh, gerade so gerissen, ey. Ich hätte zu viel Fledermausflügel haben wir mit hier. Oh. Auf einmal war es das schon. Okay. Ah, Kohlepuschel. Und da schon wieder der Durchgang. Ich will aber noch Skelette töten. Dies zum Beispiel. Sieht aus, als hätte doch was fallen lassen. Aber hat er nicht. Schade. Zack. Ah, noch ein bisschen Eisen. Ich glaube, Eisen brauchen wir auch noch. Und Gold wegen dem Werkzeugs-Upgrades auf jeden Fall. Aber das machen wir. Ja, andermal. Ich habe noch eine Fledermaus. Ich würde die gerne noch killen. Wo ist sie denn? Da kommt sie. Direkt erwischt im Flug. So muss das. Skeletti, Skeletti, Skeletti. Wahrscheinlich durch. Hallo Skeletti. Und dass ich denkt, du hast doch genügend Eisen. Den kann ich nur eins sagen. Man kann nie genug Eisen haben. Denn ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt. Besonders Rezepte. Ich wollte mir das andere Ding noch anschauen. Diesen Slime Inkubator. Und was war das andere? Explosivmunition oder so? Warte mal, für kranker Scheiß das wieder ist, ey. Vielleicht für die Slingshot oder so. Ah, jetzt sind wir schon tiefer. Das weiß ich nicht. Ob hier noch Skelette kommen. Wir schauen mal. Derzeit finden wir wieder ein bisschen Gold, wovon ich ja eh meinte, bräuchten wir was. Ist denn ja schon mal nicht schlecht, ne? So, ich weiß gar nicht, habe ich noch Inventar? Ja, ein bisschen Inventarplatz habe ich noch. Beton liegt echt auf ein bisschen. Ah, da geht schon weiter, sehr schön. Hallo? Ich kein Skelett, das ist keine Ahnung was.
Slime, die brauchen wir sowieso. Oh Gott, mein Inventar ist so voll. Oh, so ein Slime mit Sternchen. Super Slime oder so, keine Ahnung. Slime mit Sternchen oben drauf halt. Die immer sehr viel aushalten. Gut, eine Waffe fallen lassen. Moment, was kann ich... So, jetzt sehe ich, was das ist. Schrott, dann kommt das weg. Hätte ja was Gutes sein können. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Aber ich denke mal, hier wird's... keine... Skelette mehr geben. Nee, denke nicht. Ist auch schon wieder recht spät. Hier gehen wir mal raus, würde ich sagen. Leave the mine. Wir gehen mal nicht schnell reise. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So spät ist es diesmal nicht. Und ich werde mal hier rein. Mal schauen. Slime ist nicht mal die Hälfte, ey. Aber Fledermäuse sind wir gut dabei. Ja, ist auch okay. Ja, das ist auch nicht so viel. Na gut, wir sind dabei, wir sind dabei. Man darf jetzt nicht so viel verlangen, gell? So, mit O. Tapst mal ein bisschen durch den Schnee. Ich denke mal, Bibliothek müssen wir heute nicht mehr versuchen, dafür zu spät sein. Sonst wäre ich da ehrlich gesagt auch nochmal gerne vorbei. Wir haben jetzt zweimal schon wieder Bücher gefunden. Ja. Müssen wir dann auch bei Gelegenheit. Oh Gott, kurz zweimal Bücher hier. Ja, überall schon wieder Würmchen. Okay. Okay. Kann ich eh nicht einsammeln. Schade, schade. Ist aber so. So, mit O. Ich denke mal, Pilze werden so nicht nahe gewachsen sein. So schnell sind die nicht für gewöhnlich nicht. Oh, dafür sind hier meine englischen Jürgchen. Ah, Inventar voll. Dödel. So. Ja. Okay. Machen wir erstmal das, was wir wahrscheinlich am meisten wegpacken können. Das auf jeden Fall da rein. Du auch. Ich glaube, das war schon okay. Der Lobster kommt auf jeden Fall hier hinein. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch einpacken. Oder warte mal, machen wir hier. Hier verkaufen können wir wieder jede Menge. Du nicht. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du. 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 Check mal schon. Das bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Pflanzliche Zeug, das ist zweimal Müll, den recyceln wir. Und dann sind nur noch einmal das da. So. Ja, den Pilz, den. Nein, ach, und diese Dinger wollte ich noch einsammeln. Eingelegte Auberginen. Ich glaube, hier war es Auberginen waren. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Haben wir noch irgendwas, was wir da machen können? Na, Radieschen eingelegt, hä? Klappt natürlich auch, ey. Ich habe noch nie eingelegte Radieschen gesehen, aber gut. Ah, gut. Ist dann halt mal so. So, es ist spät. Ich würde sagen, wir gehen ins Bettchen, ne? Also, gute Nacht. Naja, fast 2000 Meter dazu. Ist doch mal was. Tag 22 des Winters im Jahr 1. Oh Gott, wir haben bald das nächste Jahr. Oh Gott, ich hab Panik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fernseher. Beruhigt mich bestimmt. Ein Tipp. Na, den lese ich doch gerne. Achso, ja, diese Little Brown Stamps. Ja, das ist die Würmchen da. Dass man die ausbuddeln soll. Ist eigentlich da schon wieder eine Quest drin? Alter. Kriegt ihr in diesem Kaffee nichts alleine gebacken? Nein, oh.
Best Neighbor Award für Small Cashman. Oh, oh, vom Bürgermeister haben wir 500 Gold bekommen, weil wir bester Nachbar ihren Preis-Dings gewonnen haben. Das ist ja mal genial. Das finde ich cool. Wir sind der beste Nachbar. Ich fühle mich geschmeichelt. So, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte auf jeden Fall einmal ins Museum die Bücher abgeben. Und ja, jetzt haben wir wieder so ein bisschen Mining ganz viel betrieben. Ich würde sagen, wir machen da mal wieder ein bisschen was anderes. Guck mal, was wir an Quest haben. Quest haben wir sogar. Schwer Slimes. Oh, aber 1000 für 1000. Ark. Ihr wollt mich ärgern, wollt ihr mich? Für 1000. Jetzt war es 500. Okay, ich muss noch weniger jagen, aber. Die wollen mich ärgern hier. Das ist jetzt echt hart. An der Grenze, wo ich sage, eigentlich müsstest du es machen für 1000, hallo? Ja, 9 Uhr, bla 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 Okay, magischer Boden, da klappt es nicht, alles klar. So. Naja, sieht so aus, als hätte ich irgendwas. Ah, alles klar. Dein Buch. Ja, da fehlt ein Buch. Da haben wir anscheinend was. Keine Ahnung. Da haben wir scheinbar was. Sehr schön. Da haben wir auch was. Also bald müsste die Bibliothek ja wieder vollständig sein. Da steht zum Danke. Bowser really has really become great. Thanks for your help. Think about. Okay. Oh ja, Studentensittel damit danke. Na gut. Finde ich jetzt ein bisschen schwach, aber meine Güte. Vielleicht kommt ja noch was. Was war nicht erahnen. Was war nicht erahnen. So, ich habe die Quest gar nicht angenommen. Bringt mir so ja nichts. Town. Wenn die Quest nicht annehme, bringt mir nichts. Ah, nur 8000 ist jetzt auch nicht so viel. Das ist schon viel, aber nicht so viel. Und ach Gottchen, ich will endlich was anderes machen. Ist da was? Ich mache auch was anderes. Ich gehe jetzt an den Ozean und fische ein bisschen. Wir haben schon länger nicht gefischt. Der bringt uns eigentlich auch immer ganz gut Geld. Wahrscheinlich sogar mehr als 1000 im Endeffekt. Also fischen wir. Komm schon, Leute. Wir fischen jetzt ein bisschen, ne? Ich guck mal, ob wir hier irgendwo Wirbel haben. Nö, fischen wir so. Nö, fischen wir mal ein bisschen. Fischen ist gut. Beruhigt ein bisschen die Seele, wisst ihr. Fischi, Fischi, Fischi. Das ist kein Fischi. Das ist Seegras. Ich will kein Seegras, ich will Fischi. So blub-blub-Dinger da, die mit Flossen und Kiemen und Schuppen. Oh, komm schon, Fisch. Bisschen hoch, bisschen hoch, bisschen hoch. Och, dieser Fisch. Ein Hering, ah ja. Max. Aber diese Heringe, die einen, die Thron nicht können. Oh Gott, erstmal wieder an dieses Fischen gewöhnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die Fische sind heute sehr lieb zu mir. Ich hoffe, es bleibt auch so. Diesmal war es eine Sardine. Super. Ja, ja, noch ein bisschen hoch, noch ein bisschen hoch, sagte ich. Das ist jetzt ein Schätzkraft von dir, oder? Ach, Menno. Ich bin so eine doofe Sardine, ey. Sardinen dissen mich. Ach, schon wieder Gold. Alle drei Fische besitzen Gold, Mensch. Läuft. Oder auch nicht. Vielleicht sollte ich auch mal Köder wieder dran machen. Habe ich ja schon länger nicht mehr. Müsste mal wieder Köder herstellen. Hab nicht mehr so viel, glaube ich. Oder habe ich was in den Kisten? Das weiß ich gerade wieder mal ja nicht. Ich weiß, ich habe einiges am Backen inzwischen wieder. Weil ich auch
jede Menge Viecher jagen war. Aber jetzt auch besondere Länge. Könnte auch sein, dass es schon wieder goldend ist. Ja, wenn ich jetzt hier nur goldene Fische fange, dann habe ich wirklich mehr als 1000 durch die Slimes jagen. Wäre natürlich cool, wenn ich da wirklich jetzt deutlich mehr habe. Dann kann ich wenigstens sagen, wir haben richtig entschieden. Und das ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man richtig entschieden hat. Wenn man schon Leben nicht richtig entscheidet, wenigstens hat man richtig entschieden, ob man in die Mine geht oder fischt. Oh, wie sind solche Entscheidungen klappen? Ich bin da manchmal so ein Glückspilz, ich weiß auch nicht. Bei so manchen Sachen, ich denke nicht über Nachricht, ich mache einfach Bauchgefühl und dann ist es so genial, richtig. Das ist unglaublich. Hatte ich erst letztens so, so ein Ding. Zwei, drei Situationen so hintereinander weg an einen Tag. Ich habe schon gemerkt, ich müsste eigentlich anfangen, Lotto zu spielen, aber genau dann, wenn es mir was bringen würde, dieses zufällige Schätzen oder nicht Schätzen unbedingt, sondern einfach raten, das ist ja mehr. Dann, wenn es wirklich nützlich wäre, dann klappt es natürlich nicht. Wäre schön. Hatten wir gerade Max? Falls ja, dann Max. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Verzeihung. Ich habe auf die Stoppuhr geschaut. Es tut mir leid. Die Fische sind heute aber auch recht sozial mit mir, muss ich mal sagen. Außer, dass sie mir die Truhen nicht gönnen. Das sind sie unsozial. Aber sonst sind die gerade echt nett zu mir. Bin ich überrascht. Da kommt noch was. Ich sag's euch, da kommt noch was. Ne? Er ist jetzt auch nicht so wirklich unsozial gewesen, der Fisch. Irgendwas stimmt hier nicht, ich sag's euch. Irgendwas kommt noch. Wisst ihr nicht was? Aber irgendwas kommt noch, glaube ich. Na gut. Wollen wir den Moment genießen? Ey, wir haben schon 5 goldene Fische. Also wenn das nichts wird hier mit mehr als 1000, dann weiß ich auch nicht. Ja, noch höher. Weißt du was? Ich mach jetzt den hier. Hehe. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, Fisch. Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Na? Jetzt ist der Fisch ein bisschen sauer auf uns. Kein Problem, wir haben Drops hingefangen. Wow. Hat sich ja gelohnt. Max. Da fliegt mir jetzt ein bisschen schon gedisst von der Kiste. Einmal Fischfutter. Geil. Naja gut. Ist dann halt mal so. Kommt jetzt noch was, oder? Jetzt haben wir schon die Kapitänsmütze. Jetzt müssten wir eigentlich... Oh. Agrofisch. Müssten wir fischen wie so ein junger Gott, wollte ich sagen. Dieser Agrofisch kam und mich total aus dem Konzept brachte. Aber hey, selbst du Agrofisch, ich krieg dich. Ich saß dir da. Ich hab's dir gesagt. Ein Tuna, sogar ein neuer Rekord damit gleich. Und nochmal Max. Das läuft heute ein bisschen gut, du. Na, Kinderkopffisch. Jetzt ein bisschen hoch. Komm schon. Nee, dann geh ich ohne dich. Und komm wieder zu dir. Wow, jetzt. Nein. Boah. Das war jetzt dumm. Das war jetzt richtig dumm. Verdammt. Na nee, gut. Man kann nicht jeden Fisch haben. Oder jede Truhe in dem Fall, ja. Ach ja. Ich wollte immer noch gucken, was wir Neues craften können, fällt mir da ein. Auf jeden Fall die Munition und diesen Slime-Ding. Und ja, ich glaube, das waren ja die zwei Sachen. Was ich aber auch noch schauen würde gern, ist, wie unsere Skills sowieso momentan verteilt sind. Komm schon ein bisschen hoch, komm schon. Gönn's mir. Oder komm du wenigstens ein bisschen hoch. Genau, wenn du hochkommst ein bisschen, dann kann ich dich besser abfangen, als wenn du ganz unten da hängst. Sehr schön. Und was ist... Max. Wenn da wieder was Gutes in den Kisten drin wäre, ey. Ach, Menno. Du.
Hab dich. Ein Sardinchen. Schon 7 goldene Fische mindestens. Für den Tuna hatten wir ja auch noch ein paar. Denke ich mal, Gold. So viel der neue Rekordstand. Fischies. So. So, gleich den nächsten Haken hier hinterher, Mensch. Janik, für nie, keine Pause, direkt Fisch hier. Müsst mehr Fisch machen als Fischer, wenn's Fischer Fritz, wenn der frische Fische fischt. Oder so. Zum Beispiel aber noch nie meine Stärke. Na, kommt da was? Ja, sehr schön. Ich konnte mal einen richtig gut. Im dichten Fichten dicke ich nicht. Im dichten Fichten dickig nicken die Fichten tüchtig. Genau. Das dreimal schnell hintereinander, dann ist man gut. Mich erinnert das auch an ein Spiel. Knights of Honor, glaube ich, hieß das. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Sorry, wenn es jetzt falsch ist. Aber ich hatte damals, ich weiß gar nicht, was das war, so eine Collector's Edition, Special Edition? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls gab es auf der CD dann Outtakes. Gesprochene Outtakes, und da war unter anderem jemand, der das auch gesagt hat, so zum Aufwärmen halt. Und was richtig genial war, es gab, als ich sag mal, Einheit, sowas wie Spione, die konntest du dann halt in andere Königreiche unterbringen, und Max, da konntest du gewisse Aktionen halt ausführen, auch sowas wie Königsmord oder so ein Quatsch. Und dann haben die manchmal so Sprüche halt gebracht, wenn die irgendeine Aktion gemacht haben. Unter anderem spürt die kalte Hand am Sarg des Grafen. Mit anderen Worten, merkt ihr, der ist dem Tode nah. Dann gab es so einen richtig schönen Versprecher, den sie dort mit drauf hat. Und zwar spürt die kalte Hand am Sack des Grafen. Ja. Ist ein Versprecher, kommt vor, meine Güte. Aber ich musste da schon gut lachen. Also eine kalte Hand am Sack. Die Frauen werden es vielleicht nicht verstehen. Alle Männer, die mir zugehören, ihr kennt es vielleicht. Das ist schon so ähnlich wie die kalte Hand am Sarg des Grafen. Das ist sehr nah dem, ne? Also von daher. Ja, sind das so Versprecher gewesen, die waren sehr amüsant. Das wird langsam spät, Mensch. Max. Ja, kommt noch ein, zwei Fischchen versuchen wir. Energie geht auch langsam runter. Wir machen so bis 7, würde ich sagen. Dann geht's ab nach Haus. Wir müssen die ganze Zeug ja noch in die Kiste packen. Die Folge wird dann wieder ein bisschen länger. Dann kann ich es aber so machen, dass ich bei der Folge oder nach dem Ende der Folge schlafen gehe, so dass wir oder ich hier wieder einen Aufnahmestopp machen kann. So. Und noch ein Fischi. Wir haben schon mindestens 9 Sternenfische, Alter. Also Goldsternfische. Das gibt Kohle. Wobei, die Kohle will ich eigentlich nicht verkaufen. Das wäre das Problem. Aber die würden gut Geld bringen wahrscheinlich, ne? Der innere Konflikt. Komm schon, den Fisch machen wir noch. Und dann geht's ab nach Hause. Das ist jetzt wieder so ein Fisch, der nicht will, ne? Oder? Ah, es geht, es geht. Der ist gut. Zack, ab nach Hause. Ich brauche einen Aufnahmestopp mal wieder. Meine Hand schläft mir nämlich langsam ein. Das ist manchmal ein bisschen ungünstig an meinem Schreibtisch, wie manchmal hier hänge. Da schläft mir hier immer meine Hand ein. Das ist ganz schön, wenn man sie dann so langsam von der Maus nimmt, sie langsam aufwacht und dieses eklige Gekribbel anfängt von dem Moment, wo halt die Hand wieder so wach wird. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses eklige Kribbelgefühl? Ist genau so ein Bein oder so, wenn er eingeschlafen ist, längere Zeit und er dann sozusagen aufwacht und der ganze vorher so stumpfe Körperteil anfängt überall zu kribbeln, zu krabbeln und zu ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Wenn man dann mal doof da liegt beim Schlafen, so auf den Arm drauf oder so, dann wacht man auf, weil es schon sich so eklig anfühlt, ja, um dann wiederum festzustellen, der Tuna passt schon gar nicht mehr rein, ey. Ich glaub's ja wohl.
Haben wir hier irgendwas? Pike können weg. Nee. Was hab ich jetzt reingesteckt? Ich tödel. Wo steht hier reinstecken? Ich weiß, wo ich gerade schon wieder reingesteckt habe. Pitch weg. Das ist normaler Pitch. Der tut da rein. So. Ja. Das ist immer sehr unangenehm. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Kommt, ich hau euch jetzt hier alle weg. Was da war? Da weg, 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 weg. Leben behalten war, weil da weiß ich nicht, ob wir nicht mal Matjen Süd brauchen davon. So, mit O. Ich würde sagen, hat sich der Tag auch gelohnt. Wir gehen schlafen. Ich mache einen Aufnahme. Stopp. Und dann hat sich's für heute. Hä? Jo. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst es mich wissen durch einen Kommentar. Oder vielleicht. Wir haben über 1000, eindeutig. Sehr nice. Besser als die Mission. Ja, lasst einen Kommentar da oder auch einen Daumen oben. Ich würde mich freuen. Tag 23 des Winters im Jahr 1. Und ja, falls ihr nichts verpassen wollt, kann ich euch natürlich wie immer den Abo-Button empfehlen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.